So Leute, und wieder geht es weiter mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Road mit mir Zero, mit mir Wacky und mir Tyrannus LP. Und ich habe ein bisschen jetzt vorgearbeitet. Es ging wie gesagt nur darum, ein paar Random Quests zu erledigen. Und ich habe zwei Quick Saves jetzt. Für zwei Cutscenes sozusagen. Wir gucken uns mal die erste Cutscene an. Das ist alles noch bla 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 von vorhin. Meine letzten Mission. Könnte man schon mal die gemacht hatte. So. Und jetzt kommt die zweite Cutscene. Erste Cutscene. Am nächsten Morgen. Ui, 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 noch ein Erdbeben. Ah. Alles wackelt, jetzt hört's auf. Jetzt hat sich wieder gelegt. In letzter Zeit gibt es ziemlich viele Erdbeben. Geh mal raus. Du hast es bestimmt auch gemerkt. Hm. Guten Morgen, Wacky. Du bist aber früh auf den Beinen. Hast du eben auch das Erdbeben mitgekommen? Bei so vielen Erdbeben kann man gar nicht richtig schlafen. Hey, Lombrero, der Schweizer. Was ist los? Wir brauchen euch am Pokémon-Platz. Dort versammeln sich gerade alle. Stimmt irgendwas nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Tengulus hat alles zusammengerufen. Er hat auch die anderen Retterteams versammelt. Wacky, gehen wir. Ah, sofort. Wow, sieh dir all die Pokémon an. Scheint, als hätten sie jede Menge Retterteams ausgeschickt, um zu helfen. Ich habe einige ziemlich berühmte Anführer aus weit entfernten Gebieten gesehen. Dieser Tenkulist, was hat er mit all den Retterteams nur vor? Hallo, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Es ist eigentlich nicht meine Art, das Ruder an mich so zu reißen, aber... Entschuldigt, aber ich finde, uns läuft die Zeit davon. Wir haben ein Riesenproblem. Simsalas Team machte sich auf den Tiefen dieser Welt. Und sind immer noch nicht zurückgekehrt. Da? Was? Was? Ist das wahr? Ja, leider. Simsala und sein Team brachen auf, um Groudon zu suchen. Und seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Um ehrlich zu sein, wir haben keine Ahnung, was mit ihm passiert sein könnte. Keine Ahnung? Was ist möglich? Wir sprechen hier von diesem Sala. Aber es ist nicht zurückgekehrt, das steht fest. Das ist wahr. Es scheint, dass Groudon in der Klasse so für uns ist. Was so stark? Was ein Pokémon ist Groudon? Geh doch in die Höhle und überzeug dich selbst davon. Was? Du machst doch Witze! Da und bist du mal Magna. Da verbrenne ich mich doch bei lebendigem Leib. Ruhe! Seid bitte ruhig! Tief unter der Erde lauern zweifellos sehr viele Gefahren. Es ist jedenfalls bestimmt kein Ort, an den jeder X-Beliebige hingehen kann. Deswegen habe ich so viele Retterteams, sich heute hier einzufinden. Ich schlage vor, dass wir ein Spezialteam der Besten von uns zusammenstellen. Wer meldet sich freiwillig? Wer von uns würde als Heldenteam das Abenteuer in den Tiefen dieser Welt auf sich nehmen? Wacky, das ist doch eine ideale Gelegenheit für uns. Lass uns das erledigen. Lass das, lieber Freunde. Hey, was soll das? Geh aus dem Weg! Ihr seid nicht viel stärker geworden. Das ist wahr, aber es gibt da draußen noch genügend Pokémon, die stärker sind als ihr.
Will keiner vortreten? Ich werde gehen. Wow. Das ist Totok. Du meinst Team Hydrus, Frostkämpfer Totok? Die Wasserkanonen auf seinem Rücken erzeugen solchen Druck, dass sie sogar dicke Eisenplatten durchdringen. Es heißt Groudon, sei ein Boden-Pokémon. Ich bin ein Wasser-Pokémon, ich bin effektiv gegen Boden-Pokémon. Meine Hydro-Pumpe wird diesem Groudon einen kurzen Prozess machen. Ich... Was mach ich denn jetzt? Ich bin auch dabei. Wow, das ist Octillery. Sie ist die Anführerin von Team Klammer. Geistreicher Name. Ihre Spezialität sind hartnäckige und lebende Attacken. Sie hält die Gegner mit ihren Tentakeln und greift sie an. In jedem länger andauernden Kampf hat man lieber sie zum Freund als zum Feind. Schützchen, wenn ich ein einziges Pokémon sehe, möchte ich es mit all meinen Tentakeln umarmen. Ihr werdet mich da wohl noch nicht vergessen, hm? Geowatz? Er ist der brutalste Kämpfer von Team Rumpelfels. Sein Körper ist hart wie Gestein. Er soll sogar Explosionen ohne bleibenden Schaden standhalten. Wenn Groudon erwacht, soll mir das nur recht sein. Ich benutze meinen Steinwurf, dann bleibt er dort, wo er hingehört. Oh, Totok, Octillery und Geowatz. Niemand wird diese Wahl in Frage stellen. Diese drei Retter werden sich also aufmachen, Team Simsala zu retten. Ja, gute Wahl. Ihr repräsentiert uns alle. Wir wollen stolz auf euch sein. Auf geht's. Schafft es für uns. Rettet Simsalas Team. Seht ihr, das sind ganz schön. Die sind ganz schön zäh, Überrascht das ihnen. Tja, da kann man wohl nichts machen, Wacky. Nein, anscheinend nicht. Zurück an dem Gulmanda-Kopf. Ich wünschte, wir könnten auch mitgehen, aber es lässt sich leider nicht ändern. Das Team von Totok soll sich um die Dinge dort unten kümmern. Und wir geben unser Bestes bei der Erledigung unserer Rettungsjobs. Das können wir immer noch am besten. Genau. So, und jetzt gibt's einen kurzen... Jetzt lade ich erstmal einen weiteren... den zweiten Save State, denn jetzt kamen nur noch so kleine Random Quests. Load Game 2. So. Das sind, wie gesagt, jetzt die anderen Quests, die ich danach gemacht hatte. Es waren sogar zwei, drei Stück. Und ja. Jetzt kommt eine weitere Cutscene. Die Sammelbox ist voll. Geile Cutscene. Am nächsten Morgen. Wow, schon wieder ein Erdbeben. So viele Erdbeben. Ob sich das wohl irgendwann wieder gibt? Wow, du bist in meinem Haus. Wacky, Wacky, Wacky. Am Pokémon-Platz gibt es einen Auflauf. Es haben sich bereits alle versammelt. Lasst es am besten sofort dahin gehen. Schnell. Bevor es nichts mehr gibt. Schnell, 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 schnell. Was machen die alle hier? Was ist denn jetzt passiert? Lombrero! Was ist los? Hey, Cerro. Nun. Schau es dir am besten selbst an. Was ist denn passiert? Oh nein! Nein! Was ist passiert? Das ist Totok! Und Octillery und Geowatz! Sie sind am Boden zerstört!
Tengulist! Was ist passiert? Sie wurden vernichtend geschlagen. Unterirdischen Dungeon. Du nimmst mich auch auf den Arm! Obwohl du nicht wirklich welche hast. Dieser Ort ist ganz schön heftig dort. Wir sind nicht einmal bis zu Grudon vorgedrungen. Ich will nie wieder an so einen schlimmen Ort. Nie mehr. Dieser unterirdische Dungeon, er ist weit schlimmer als erwartet. Diese Narren, das kommt denen davon, wenn man das Unmögliche versucht. Gengar! Was sagst du da? Wir müssen es einfach weiter versuchen. Es geht um die Rettung von Simsalas Team. Denken ist wohl nicht wirklich euer Ding, was? Sogar die sehen cleverer aus als ihr. Es ist zu viel. Sogar Todok wurde besiegt. Es wird richtig hart. Wer geht doch schon freiwillig in seinen gefährlichen Dungeon? Unmöglich, ich kann es nicht. Ich fange zu leicht Feuer. Ich hasse Erdbeben. Das ist wie mit offenen Augen dem Verderben entgegenzutreten. Leute. Hey, seht ihr? Sogar die kapieren endlich, was abgeht. Ich würde mir all meine Blätter verbrennen. Sogar Tengulist? Seht's doch ein. Ihr glaubt doch nicht ernst. Ihr kriegt eine Belohnung, nur weil ihr es versucht habt. Seid weise und lasst das mit der Abenteuerreise. Und alles, was sich reimt, ist wahr. Was? Was? Immer dieser Gengar. Alle Leute aufhetzen. Warum vermöbeln wir den nicht einfach normal? Ich weiß es nicht. Ich wacke, ich bin auch ganz schon ratlos. Was sollen wir denn jetzt nur machen? Ich weiß es auch nicht. Selbst wenn es unmöglich sein sollte, sollen wir es trotzdem versuchen? Ja. Du hast recht. Ja, Wacky, du hast recht. Das denke ich auch. Ja. In Ordnung, Wacky. Dann gehen wir mal. Hört mal alle zu, Leute. Hören mich auch alle? Gut. Wir gehen. Wir werden Simsalas Team retten. Was? Was haben Sie gesagt? Wer sind die überhaupt? Ich kenne sie nicht einmal. Das ist Team Elfquartett. Hier dagegen kennt man sie. Team Elfquartett? Du meinst, die angeblich mit der Volona-Legende zu tun haben? Davon habe ich gehört. Waren sie nicht noch vor kurzem Flüchtlinge? Ob sie das schaffen können? Sehr zäh sehen sie nicht aus. Ach. Also Leute, es stimmt. Vielleicht sind wir damit tatsächlich überfordert. Aber
Aber wir sind immer noch ein Retterteam. Retterteams müssen tun, was in ihrer Macht steht, um Pokémon zu helfen, die unter den Naturkatastrophen leiden. Das ist der Grund für uns, ein Retterteam ins Leben zu rufen. Deshalb möchte ich unser Team um alles in der Welt retten. Niemals aufgeben. Das ist der Stolz von Team LP Quartett. Okay. Ihr seid nicht wirklich die Hellsten, was? Warum macht ihr nicht das, was alle anderen tun? Und verhaltet euch intelligent. Nein, Zero hat recht. Okay. Ja, wirklich, ich könnte nicht mehr klar denken vor Angst. Kiki! Wir haben alle das Wichtigste vergessen. Wir sind Retterteams. Stolz. Wir können auch stolz sein darauf, dass wir Retter sind. Kiki, seid ihr bescheuert? Warum hört ihr auf diese Witzfigur? Warum sollt ihr euch auch das antun, wenn die Lage vollkommen aussichtslos ist? Tatsächlich. Wir haben es erst einmal versucht. Turtok. Das ist nicht die Zeit, untätig herumzuliegen. Kiki! Ja, Schluss mit dem wir mir selbst mitleid. Wenn wir jetzt aufgeben, ist alles vorbei. Nicht mit mir. Sogar Geowatz und Octillery. Oder andersrum. Ey, das klang von einer Weile aber ganz anders. Jawohl, so ist es. Es muss Wege geben, die wir nehmen können. Wenn wir uns alle zusammenreißen, finden wir bestimmt einen Weg. Wir meistern den Dungeon, indem wir alle Transients kooperieren. Tickt jetzt komplett aus? Aber sagt ihr nachher nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Viel Spaß im Land der Schmerzen. Danke, Sir. Du hast verhindert, dass wir das Wichtigste in unserem Leben wegwerfen. So ein Stolz. Vielen Dank von uns allen. Auf jetzt. Wir müssen ran an die Arbeit. Zeigen wir ihnen, was Retterteams wirklich drauf haben. Hurra! Tja, Wacky, wir haben es geschafft. Oh ja. Wir wurden aufgehalten, da wir Probleme mit Gengar hatten. Aber jetzt sieht alles ganz anders aus. Jetzt können wir auch in den unterirdischen Dungeon gehen. Wir werden zwar erst morgen aufbrechen, aber ich bin jetzt schon ganz aufgeregt vor Freude. Wir sollten uns heute gut auf den Dungeon vorbereiten. Lass es mich wissen, wenn du zum Aufbruch bereit bist. Und da werde ich jetzt fix noch ein paar ganz wichtige Items einpacken. Weil zwischendurch kann man noch eine Traumkarte ziehen. Glaube ich. Kannst du mal rumlaufen, sonst wir müssen uns echt eindecken. Sinibären haben wir noch genug, Riesenapfel haben wir, Toplexier, Blaugummi brauchen wir nicht. Obwohl. Ja. Amarena-Beere, nein. Braungummi. Floragummi lasse ich. Obwohl Braungummi kann ich ja fressen, glaube ich. Floragummi lasse ich mal drin für dich. Gelbgummi lasse ich mal drin für dich. Für Siffschal. Puller brauchen wir nicht, Gyrofox, Elixier. Gut, was sagen unsere Items? Floragummi, Gelbgummi, Pfirsichschale, Apfel, Top-Elixier, Sinebeere, Riesenapfel, Top-Elixier, Sinebeere, Apfel, Braungummi. Ja, ich glaube, wir brauchen nur noch einmal hier zwei Äpfel zu kaufen von den beiden. Und dann sind wir auch schon fast bereit.
Eisendorn? Kann auch nicht schaden. Und nochmal so ein Apfelding jetzt. Und ganz wichtig, Belebersamen natürlich. Und noch einen Riesenapfel. Oder zwei. Ah, kein Platz mehr. Das ist wieder witzig. Erst fragt er uns nach Items, ob wir noch welche haben wollen, dann... Nö. Inventar ist voll. Ist auch witzig, der Typ. Gut, lagern. 20.000 Poké-Dollar schon. Not bad. Ich glaube, wir sind aufbereitet. Jetzt habe ich vorher noch mal einen Safe State hin. Und ja. So, also müssen wir jetzt eigentlich nur noch sagen, dass wir los können, oder? Ja. Ich bin bereit. Bist du es auch? Naja, kannst du das nächste mit der Nacht lesen. Heute Nacht sollten wir uns gut ausschlafen. Da hast du recht. Wir brechen morgen auf. Jetzt kommt nochmal ein Traum. Ich habe... Wir diesen Traum. God of War. Morgen, nicht wahr? Morgen gehst du in den unterirdischen Dungeon. Ja, alle sagen, dass dieser Dungeon schrecklich ist. Ich frage mich, ob wir das schaffen. Es wird alles gut. Ich bin mir sicher, dass du erfolgreich sein wirst, Wacky. Du hast meine Unterstützung. Bitte geh voller Zuversicht. Das werde ich. Danke. Ich fühle mich schon etwas mutiger und traue mich jetzt schon in diesen Dungeon. Übrigens, God of War, weißt du, wie es unter der Erde so ist? Oder wie Grudon ist? Nein, es tut mir leid. Ich kann es nicht wahrnehmen. Na gut. Ich habe irgendwie gehofft, du wüsstest etwas mehr, so wie du geredet hast. Nein, ich wollte dich nur ermutigen. Es tut mir leid. Nein, ist schon in Ordnung. Danke, dass du versuchst, mich aufzuheitern. Aber es gibt eine Sache, die ich voraussehen kann. Ach ja? Deine Aufgabe nähert sich ihrem Ende, Stück für Stück. Meine Rolle endet bald? Du wurdest zu einem Pokémon, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Diese Aufgabe hat dich hierher gebracht. Diese Aufgabe nähert sich ihrem Abschluss. Gardevoir, bitte sag mir... Was ist meine Rolle? Warum wurde ich so ein Pokémon? Wenn die Zeit kommt, ich denke, ich kann es dir sagen, wenn dieses Abenteuer beendet ist. Au revoir. Am nächsten Morgen. Oh, guten Morgen, Zero. Guten Morgen, Wacky. Gut, ich hoffe mal, du bist gut ausgeruht. Das bin ich. Daher sage ich mal in Ordnung. Lass uns gehen. Wir sollten unser Bestes geben, das Team von Simsala retten. Galawa hat gesagt... Sie würde mir alles erzählen, wenn das Abenteuer vorbei ist. Meint sie mit dem Abenteuer, dass wir unter der Erde gehen müssen? Wird sie mir alles sagen, wenn wir Simsalas Team gerettet haben? Wacky? Schläfst du noch, oder wie? Komm, wir müssen los. Oh, du hast recht. Lass uns gehen. Aber...
Kein Problem, ich mach gleich. Wir gehen nur noch rein. Okay. Puh. Ist das heiß hier? Ja, auch obwohl ich ein Feuer-Pokémon bin. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja. Das muss auf jeden Fall die Magma-Höhle sein. Irgendwo hier ist er. Tja. Hier muss ich Grudon aufhalten, in dieser unterirdischen Höhle. Und sieh dir nur diesen Lavastrom an. Diese Menge Lava. Im Dungeon drin wird es noch heißer sein als hier. Tja. Aber Simsalas Team ist da drin. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Lass uns unser Bestes geben, Wacky. Ja. Es sollten noch andere Retterteams unterwegs sein, aber wir sollten das schaffen können. Und hier geht's ab den nächsten Part weiter. Durch die Magma-Hülle. Durch das gefährliche Areal. Simsalas Team zu retten. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.